Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Wir müssen erstmal die Wurzeln zum Schamanen zurückbringen. Hier. Und dann können wir mit Daniel reden. Daniel Jackson. Oder was? Hallo. Du hast Wurzel von heiliger Natura? Ja, hab ich. Diese Wurzeln machen Tee von heiliger Wahrheit. Du trinken und sehen Weg vor dir. Bereit? In Ordnung, auf geht's. Trink. Tee ist stark. Tee ist bitter. Weisheit ist stark. Weisheit ist bitter. Versteh? Du geh zur Höhle. Finde Geist von See. Bring Geist ewige Ruhe. Das deine Aufgabe. Frieden bringen, wo Zwietracht war. Geh. Huch! Was zur... Nehmen Sie den Geist von Sie die Pfote ab. Was? Wieso kann ich da nicht hin? Stürzt diese Spüle ab! Mann, ey! Das wird so viel Spaß machen, wenn dieses Scheißspiel nicht immer abstürzen würde. Oh. Vor allem das Schlimme ist, das startet dann auch nie. Wegen diesem verkackten Wix-Steam. Weil ich ja mal seine Scheiß-Synchronisierung machen muss. Oh, nein. Ja. Willst du mich verarschen oder so gerade? Ich muss jetzt erstmal was ändern. Ich mache keine Steam-Synchronisation. So. Geht das vielleicht ein bisschen schneller? Hey, wer braucht denn auch bitte so einen schönen, so einen dreckigen Scheiß wie Steam-Synchronisation? So. Mhm. So. Jetzt nochmal. Ja, hier hin zum Lagerplatz. Ich nehme mal lieber eine Waffe in die Hand. Also so eine richtige. Weil ich nicht weiß, was dieser Geist bedeutet. So, Höhle des Geists. Huch! Unschöne Angelegenheit. Ich wüsste gerne mal, welcher Effekt das dann ist, der auf mich wirkt gerade. Für tot befunden, TP plus 90. Inspiring Leader, rückgratlose Stärke, keine Ahnung. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Naja. Ja, hallo. So. Die Angriffe der Weißbeine werden häufiger. Ich fürchte um unser Volk und unser Tag. Ja, ja. Fürchte du dich mal. Wenn nicht etwas geschieht. Was ist denn los? War das gerade ein Erdbeben? So, muss ja irgendwie an diesem Gebirge auch vorbei.
da hoch. Kann es sein, dass ich da rein muss? Dafür? In diesen Canyon? Das könnte Sinn ergeben. Pflanzen. Oh, Spurenträger! Aua. Was ist denn los mit denen? So. Ich fresse erstmal alle. Wachlager der Vault 22 Bewohner. Aha, aha. Das sind nur Overwalls. Die habe ich aber schon von der Vault 22. Hier ist also wirklich nichts Neues, Interessantes. Aber was ist das denn für ein verschwommenes Bild, wenn ich mich bewege? Das ist ja richtig crazy. So. Ich will mal ein bisschen Nahkampf machen, deswegen. Yo. Yo. Das Schöne ist, durch die Yucca-Bananen habe ich einfach Perma-Heilung so die ganze Zeit. Ich weiß, Sie wollen Zion bald verlassen. Ja, ja. Aber vielleicht finden Sie lassen mir keine Wahl. Aua. Okay, 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 das war zu heftig. Ich gebe es jetzt schon zu. Keine Ahnung, warum ich bei dem so viel TP, TP? Ist das richtig TP? TP habe. Verstehe ich halt nicht. So. Oh, da sind wieder die Groschen. So. Rumpf muss reichen, bei so viel. Ist das ein Jaugwei, Junges? Ja, läuft! Würde ich jetzt mal so fast behaupten. Gehen wir. Hier möchte ich nicht bleiben. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Oh, die Yucca-Bananen lassen nach. Geht das? Geht das? Schöne Angelegenheit. Hey, ja, 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 ja. Ah, schön. So, die Xanderwurzeln habe ich ja eigentlich für meine... Boah, das ist voll crazy, diese das Bewegung. Das also ist das Versteck des Geists von Sie. Ich war nie mutig genug, zu versuchen, es zu finden. Ja, und ich sollte ihm die Hand abnehmen. Ich glaube, dafür nehme ich mal lieber eine andere Waffe. Uiuiuiuiuiui. Ich brauche einen kritischen. Das war Eialala, Halala. Was ist denn hier los? Was ist denn das für ein Trip? Geist von Sis Vorurte. Das ist einfach nur ein fucking Yaogwai gewesen. Boah, dieser Trip, ne? Also wirklich, als hätte ich Drogen genommen. Well, wer weiß, smoke weed every day. Ähm.
Tag, Jan. Ruht Geist von Sie jetzt still in Grab? Ist er erledigt. Dann Visionen von Wahrheit am Ende. Du lernen von Wahrheit? Mag sein, ja. Mag sein, nicht. Nur du entscheiden. Hier, nimm. Geschenk als Erinnerung an Visionen. Benutze mit Bedacht. Oder an Kuriositätenhändler verkaufen. Beides sagt viel über dich. Was ist denn das? Siehst Umarmung ist ein Nahkampfding, ne? Das ist jetzt, oh ja, ne? Das ist jetzt okay. So, ich mach'n Cut, bis zur nächsten Folge und tschüss.